Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Heute habe ich mir mal ausgedacht, Leute, machen wir eine kleine Brawl Stars WM. Und zwar werden wir die einzelnen Brawler eben gegeneinander antreten lassen und so den Brawler-Weltmeister sozusagen ermitteln. Wir haben ja hier einige Brawler am Start, Leute. Und ich blende euch jetzt ein, wie der Turnierbaum aussehen wird. Den habe ich jetzt einfach mal so selbst aufgestellt. Wir haben hier außen quasi insgesamt 8 Brawler und die werde ich jetzt quasi auslosen, wer da eben antreten wird. Und dann werden die sich gegeneinander battlen sozusagen. Im Viertelfinale erst, dann im Halbfinale und im Schluss im Finale um den Brawler-Pokal sozusagen, Leute. Ich habe auf jeden Fall schon mal Bock, ich bin sehr gespannt. Wir werden das Ganze so machen, wir werden jetzt Siri auslosen lassen, welche Brawler hier quasi antreten werden. Und dann schauen wir immer im 1 vs 1 sozusagen, wer dann immer der Bessere ist. Ich würde sagen, let's go, wir fangen mal mit der Auslosung an. So Leute, das Endergebnis steht fest, wir haben die Paarungen ausgelost. Wir haben zum einen das Battle Penny vs. Tara, Rico vs. Rosa, Nita vs. Scheiß Boxer und Cold vs. Crow. Ich bin gespannt, Leute, wir starten einfach mal direkt rein. So Leute, wir sind jetzt in der Lobby angekommen und werden das Ganze spielen gegen Kleiner Diamant. Er hat auch 14.000 Trophäen und damit in etwa genauso viel wie ich. Wir sollten in etwa gleich gut sein. Und wir machen das folgendermaßen, und zwar werden wir in Brawl Ball, ja, auch wegen Fußball passt das natürlich super, ein 1 vs 1 mit diesen jeweiligen Brawlern machen. Wir haben insgesamt 4 Battles im Viertelfinale, 2 davon, also habe ich mir ausgesucht, wen ich spiele, und bei 2 hat er sich auch ausgesucht, wen er spielt. Ich nehme als erstes einfach mal Penny und er nimmt sich Tara, Leute. Und dann starten wir schon mal in das erste Battle rein. Ich bin richtig gespannt, wer heute diese kleine Brawler WM gewinnen wird. Und dann würde ich sagen, let's go. Die anderen spielen jetzt nicht mit natürlich. Wie gesagt, die werden sich quasi hier an den Rand halten, Leute. Und es zählt natürlich, wer die 2 Tore zuerst macht. Beziehungsweise wer halt hier einfach das Brawl Ball Match gewinnt. Und dann bin ich sehr gespannt, Leute. Schreibt jetzt auch schon mal euren Tipp in die Kommentare, wer wird diese Brawler WM gewinnen. Wir haben ja einen legendären Sabalt tatsächlich mit Crow, aber ansonsten auch relativ, sehr abwechslungsreiche Brawler hier drin natürlich. Okay. Leute. Oha! Das war natürlich jetzt von Kleiner Diamant ein bisschen risky, sage ich mal so. Denn ich bin auf jeden Fall durch und hab schon mal das 1-0. Okay, nice, Leute. Jetzt auf jeden Fall anstrengen, dass hier die Hese Penny weiterkommt ins Halbfinale vielleicht. Mal schauen. Okay, perfekt. Ich habe jetzt nochmal hier die Kanone, Leute. Die wird mir ein bisschen helfen die ganze Zeit, muss man schon sagen. Aber, oha, Leute, das könnte jetzt... Oh nein, also, als ob. Als... Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Ja. Oh, okay, ich habe es aber ganz knapp überlebt, Leute. Ist geil. Ja, schauen wir mal hier. Oh, okay, nee, die Ult. Ah, okay, die Ult war natürlich jetzt... Bisschen fehlplatziert, das heißt, ja, okay Leute, ich glaube, das sollte das erste Game schon mal für mich sein. Und da ist das 2-0, okay, richtig nice, Leute. Das heißt, Penny ist schon mal weiter ins Halbfinale gekommen, genau. Wird schon mal hier aufgeschrieben. So, kommen wir zum nächsten Battle im Viertelfinale. Da haben wir eben Rico versus Rosa, also versus die scheiß Boxerin. Ich habe mir hier ausgesucht Rosa tatsächlich. Das waren jetzt die beiden Matches, wo ich mir den Brawler ausgewählt habe sozusagen. Habe ich vielleicht einen kleinen Vorteil natürlich dann auch. Aber wie gesagt, in den nächsten 2 hat sich dann Kleine Diamant jeweils den Brawler ausgesucht. Und ich würde sagen, let's go, wir starten mal rein. Bin gespannt, Leute. Und ja, hier beginnt das Game schon mal. Okay. Die anderen, wie gesagt, schon mal danke nochmal fürs Helfen. Okay, und ja, natürlich habe ich jetzt nicht so eine gute Reichweite, aber ich kann halt relativ gut dodgen, muss ich sagen. Also denke ich jetzt einfach mal. Und dann halt ganz gut durchlaufen, schätze ich mal. Also das ist so meine Taktik jetzt hier. Ja, okay, das sollte, glaube ich... Ja, Leute, das habe ich mir schon gedacht. Das ist halt schon ein riesiger Vorteil hier, glaube ich, für Rosa. Ich glaube, sie könnte tatsächlich auch ins Finale kommen. Es steht schon mal 1-0 für mich. Okay, nice. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Also... Okay, natürlich, muss jetzt schon aufpassen, denn auch die Ult macht zum Beispiel einiges an Damage. Aber Leute, ich kann das schon ganz gut dodgen, glaube ich. Ja, perfekt, Leute. Und da sollte dann auch nochmal direkt das 2-0 sein. Auf jeden Fall auch toller Trickshot, der nicht funktioniert hat, Kappa. Perfekt. Okay, tatsächlich ist Rosa damit auch weiter.
und auch im Halbfinale, Leute. Die linke Seite vom Turnierbaum haben wir sozusagen schon mal gespielt. Und jetzt kommen wir zu der rechten. Und hier hat sich, wie gesagt, immer der Kollege Kleine Diamant, die Brawler, ausgewählt. Bin ein bisschen aufgeregt, Leute. Alles gut, entspann dich. Und ich würde sagen, ja, jetzt starten wir rein mit Nita versus dem scheiß Boxer, Leute. Und es freut mich natürlich auch in gewisser Weise, dass ich hier auch Nita spielen kann. Er hat sich den scheiß Boxer ausgesucht, Leute. Dann würde ich sagen, let's go. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Okay, Leute, ich würde sagen, let's go. Nächstes Battle hier im Viertelfinale. So, okay, da sehen wir den kleinen Diamant. Also ich habe eine bessere Range, muss ich schon sagen, natürlich. Also, aber ja, ich weiß nicht, ob... Oh, lol. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt... Oh mein Gott, ob ich überhaupt genug Schaden mache, ne? Oder ob er einfach durchlaufen kann, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ja gut, hab ich gesagt. Okay, das war natürlich richtig mies. Er hat so viel Leben, Leute. Den kriege ich ja kaum Dauer an den Kollegen. Das ist natürlich gar nicht geil. Aber ich werde jetzt mit dem Bären das versuchen, das Ganze. Ja, genau. Okay, da hätte ich vielleicht sogar durchlaufen können. Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir halt schauen, dass er halt nicht gut regenerieren kann, Leute. Aber es ist, man merkt schon, es ist deutlich schwieriger direkt, denn... Ja, er macht halt wirklich auch gut Damage, ne? Oh mein Gott. Oh, nein, Leute. Oh mein Gott, wird das schaffen? Oh, aber mein Bär macht das schon gut. Was? Oh mein Gott. Richtig geil, Leute. Die Bär von der Nita hat geklärt. Richtig geil. So, ich würde sagen, let's go. Noch ist nichts verloren hier für der Nita, Leute. Also, es wäre schon richtig geil, wenn Nita ins Finale kommen würde. Würde ich mich sehr freuen, tatsächlich. Denn Nita ist, wie ihr wisst, natürlich einer meiner Lieblingsbrawler. Beziehungsweise mein Lieblingsbrawler. Wer kennt's nicht? Oh! Ah, schade, ich dachte vielleicht, ich hätte durchlaufen können eben. Nein, oh mein Gott. Nein, bitte nicht, mach nicht das Tor. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Okay, er hat das Ding gemacht. Okay, schade auf jeden Fall. Aber der scheiß Boxer ist weit, Leute. Also der scheiß Boxer ist natürlich auch ein toller Brawler, logischerweise. Aber, ja, auch Nita hat mich sehr gefreut, Leute. Damit ist der scheiß Boxer auch im Viertelfinale. Richtig nice. Ich würde sagen, als nächstes Battle kommt natürlich direkt dann Colt versus Crow. Und hier hat sich der Kollege natürlich Crow ausgewählt. Wer hätte das gedacht? Ich wähle deshalb hier den guten Kollegen Colt, Leute. Aber ich glaube, das könnte ein knappes Battle werden hier im Viertelfinale. Ich glaube, das könnte ein wirklich knappes Battle werden. Und ich würde sagen, let's go. Ich bin gespannt. So. Okay, also beide haben natürlich eine gute Range hier. Wenn ich gut treffe, sage ich mal, dann wird es auch schwierig. Aber tendenziell trifft Crow natürlich... schon ein Tick besser, muss man sagen. Das heißt, es wird eigentlich schon recht schwierig. Okay, mal schauen. Oh, okay. Leute, Leute, Leute. Schaffe ich es? Schaffe ich es? Oh mein Gott, schaffe ich es? Alter, als ob. Ich bin einfach mal durchgekommen noch. Okay, 1-0 steht schon mal für Colt. Leute, let's go. Weiter geht's hier. Weiter geht's. Mhm. Okay, er hat den Ball bekommen. Er hat den Ball bekommen. Okay, er darf nicht durch. Er darf hier nicht durch. So. Okay, er schießt hier wieder durch. Nice. Oh, jetzt Ult. Ah, okay, die hat nicht so gut getroffen. Mies. Hm, okay. Im Nahkampf ist er vielleicht sogar ein Tick besser teilweise. LOL. Ja, okay, das sollte, glaube ich, mein Tor wieder werden, oder? Und wir haben nicht das... Oh mein Gott. Aber jetzt haben wir das. Ja, okay. Habe ich auf jeden Fall toll verschossen. Die aber, Leute, aber der Nachschuss, der hat es dann nochmal gebracht. Richtig geil. Damit ist Colt weiter, Leute. Einige denken sich bestimmt, oh Mann, jetzt ist der Legendäre hier raus. Das kann passieren, Leute. Das kann passieren. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen jetzt eingeblendet natürlich die Halbfinalpaarungen. Wir haben zum einen Penny versus Rosa und scheiß Boxer versus Colt, Leute. Ich bin gespannt, wie es direkt weitergeht. Und zwar würde ich schon einfach mal sagen, wir starten rein in das Battle Penny versus Rosa, Leute. Eben war es so, dass ich Rosa gespielt habe, deswegen würde ich sagen, jetzt kann Kleiner Diamant Rosa spielen und ich werde mal Penny spielen. Das wird extrem schwierig, glaube ich, für Penny. Da muss man schon richtig rein tryharden, dass das überhaupt klappt. Aber ich würde sagen, wir wählen jetzt auch ein anderes Stadion aus, Leute. Bisher waren die Paarungen im Viertelfinalstadion bei Hinterhof, also im Hinterhofstadion. Aber dieses Mal gehen wir schon ins Superstadion, Leute. Das ist natürlich eine ganz klare Sache hier. Okay, Leute, let's go. Mal schauen, wer hier auf jeden Fall den Win holen wird. Also, es ist halt so, ne? Es ist halt einfach so, dass die scheiß Boxerin extrem viel Leben hat. Und ja, Penny macht halt kaum Damage, ne? Muss man schon sagen, Leute. Deshalb wird es halt echt mega schwierig, Leute. Es wird halt mega schwierig. Oh! Oh, oh, oh. Das? Ja, okay. Aber ich wollte den Ball gerade noch wegschießen. Hat aber nicht ganz geklappt, Leute. Ach, Mann. Okay, das ist fast unmöglich, glaube ich, Leute. Es ist wirklich fast unmöglich. So, wir probieren es aber natürlich.
So, irgendwie, okay, das war eh nicht so klug gesetzt, glaube ich. Oh mein Gott, nein, als ob. Oh mein Gott, komplett natürlich abgezogen, krass. Leute, das ist einfach das Battle hier, Messi versus irgendwie der Rudolf vom FC, was weiß ich was, Leute. Das war eben hier dieser Unterschied, krass, Mann. Also, Rosa ist damit tatsächlich im Finale schon angekommen. Das ist auf jeden Fall richtig heftig, Leute. Ich würde sagen, wir schauen nochmal, wer jetzt das nächste Halbfinal-Battle gewinnt. Und zwar der scheiß Boxer gegen Cold. Ich würde sagen, eben habe ich Cold gespielt, er den scheiß Boxer, das drehen wir jetzt quasi mal um. Das heißt, ich werde jetzt den scheiß Boxer spielen und er wird spielen Cold, Leute. Okay, natürlich Star Power kann man so wählen, wie man möchte. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal rein, Leute. Ich bin mega gespannt, wie es laufen wird. Weiter geht's, würde ich direkt sagen. Wir sind, wie gesagt, im Halbfinale und schauen mal, wer hier ins Finale kommt. Ist es der scheiß Boxer? Das wäre natürlich richtig episch, ein Boxer-Duell, Leute. Das wäre schon richtig episch. Auch hier würde ich echt sagen, wenn man das gut macht mit dem Dodgen, Leute. Aber okay, ja, okay, das war wie eben tatsächlich so ein bisschen. Krass, ich konnte hier relativ gut durchlaufen auch. Das ist halt echt krass, ne? Wie die Tanks halt einfach gut Leben haben hier und damit halt eine sehr, sehr gute Chance hier immer haben. Okay, Leute, er hat den Ball. Mal schauen, wie er das jetzt macht, das Ganze. Ob er die Ulti draufhauen wird. Oh, okay. Mies, er hat mich auf jeden Fall geholt. Aber Leute, werde ich rechtzeitig rejoin? Ich glaube, oh mein Gott, es ist so knapp, aber nee. Okay, Leute, steht 1-1. Ich muss ein bisschen besser dodgen, aber ich glaube, das kann ich noch holen schnell. Ich glaube, das schaffe ich noch zu holen, tatsächlich. Okay. Ja, ja. Lol. Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, da ist das Ding. Oh mein Gott. 2-1 habe ich tatsächlich noch gewonnen. Richtig krass, Leute. Richtig krass. Damit haben wir im Finale tatsächlich ein Boxerfinale. Und zwar Rosa, also scheiß Boxerin versus scheiß Boxer. Leute, richtig heftig. Wir kommen jetzt einfach mal zum Finale. Er darf gerne mal die scheiß Boxerin spielen und ich nehme den scheiß Boxer. Und dann probieren wir mal das Ganze zu entscheiden, Leute. Wer wird quasi Brawler Weltmeister? Ich bin echt gespannt. Wir werden einfach mal, ja komm, wir nehmen dann einfach mal direkt den Kollegen hier. Und ich bin auch gespannt, Leute. Achso, warte. Ja, egal. Wir machen das auf Superstarten, Leute, das Finale. Das passt auf jeden Fall. Und dann let's go. Jetzt auf jeden Fall alles geben, Leute. Damit der scheiß Boxer hier auf jeden Fall das Turnier gewinnt. Man muss halt schon sagen, so im direkten Battle. Im direkten Battle weiß ich halt echt nicht, wer tatsächlich jetzt die Nase vorn haben wird. Oh, okay. Ja. Okay, alles noch easy, Leute. Alles easy. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Alter, okay. Ich glaube, da hätte er eben schon das Tor machen können. Für einen kurzen Moment. Aber, Leute, werde ich jetzt das 1-0 schaffen? Werde ich jetzt das 1-0 schaffen? Oh mein Gott. Kann ich durchlaufen? Kann ich durchlaufen? Ich kann durchlaufen. Es ist schon mal 1-0. Okay, richtig geil. Bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Mhm, okay. Wird er es gut schaffen, hier durchzulaufen? Mal schauen. Natürlich hat er eigentlich, glaube ich, eine bessere Range ein bisschen. Er hat, glaube ich, echt eine bessere Range. Ja. Okay, perfekt, Leute. Passt auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Boah, das Schild ist halt so gut. Oh mein Gott, nein. Ich habe die Ulti komplett verkackt. Oh, was? Was, Junge? Jetzt mache ich das Ding. Come on. Jetzt mache ich das Ding, Leute. Und wir sind damit Weltmeister, Leute. Der scheiß Boxer hat diese kleine Mini-WM sozusagen gewonnen. Richtig geil. Und kriegt damit den Pokal, Leute. Ich würde sagen, das wäre einfach ein richtig, richtig cooles Turnier gewesen, Leute. Lasst mal gerne ein Like da, wenn ihr diese Idee cool findet. Und schreibt mal auch in die Kommentare, ob ich sowas öfter machen soll. Oder vielleicht sogar so eine größere Brawler-WM sozusagen. Vielleicht sogar mit allen Brawlern irgendwie. Das kann man auch versuchen zu machen mal. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Und ciao, bis zum nächsten Mal.